Das ist eine junge Trinkkokosnuss und hier in Costa Rica findet man ja, die auch zuhauf zum Kaufen. Sind sehr saftig und erfrischend und für gewöhnlich mache ich die hier mit einer Machete auf. Und genau in dem Video soll es auch heute gehen. Einfach so meinen Umgang, meine Erfahrungen mit der Machete, weil ich das hier auch in gewisser Weise sehr intensiv lerne, weil ich sie halt auch für meine freiwilligen Aufgabe benötige. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute wieder eingeschalten hast bei diesem sonnigen Wetter hier in Costa Rica. Und wie gesagt, möchte ich euch einfach meine Erfahrungen und ersten Eindrücke von der Machete schildern, weil ich sie halt, wie gesagt, auch schon hier sehr gut benutzt habe und auch immer weiter Freude daran finde. Also wie gesagt, ja, die Machete, für was verwende ich die Machete zum Beispiel hier? Also für gewöhnlich nehme ich sie halt sowas, um Kokosnüsse zu öffnen. Dauert auch manchmal ein bisschen länger. Ist auch nicht immer die eleganteste Weise, muss ich auch sagen. Kann ich auch mal eine kurze Einblendung machen, wie ich sie halt auch öffne. Aber grundsätzlich verwende ich auch die Machete für viele verschiedene andere Sachen, wie zum Beispiel Schilf klein zu hacken oder klein zu schlagen. Ebenso Bananenpalmen oder Blätter kleiner zu schlagen oder auch die Palmen durchzutrennen. Dafür verwenden wir hier überwiegend die Machete. Und da muss ich halt auch sagen, dass die Machete auch bei solchen Sachen wie Palmen, die noch Flüssigkeit haben, viel effektiver sind. Dann kann man sie viel schneller durchschlagen als so holzige Sachen wie zum Beispiel Bäume oder größere Äste oder verholztes Schilf. Da braucht man ein paar öfters manchmal mehr Anläufe, weil die Machete bleibt auch stecken. Aber grundsätzlich habe ich auch hier gesehen, dass ein Freiwilliger auch Bäume oder kleinere Äste oder kleinere oder etwas halbdünne Äste sozusagen von Bäumen auch abgeschlagen hat. Also mit einer Machete geht es auch ziemlich ruckzuck und wenn die auch richtig geschärft ist, ist es eine, ja, braucht man so eine Astschere oder so für gewöhnlich nicht. Da ist sie halt auch überflüssig. Aber man muss halt auch hier bitte vorsichtig sein. Also eine Machete ist auch kein Spaß. Also ich habe mich auch schon mal ganz leicht mit der verletzt. Also das hat auch schon leicht geblutet, also eine Viertelstunde hat es da geblutet, ist nichts Schlimmes passiert, ist schon wieder verheilt, aber man kann sich da auch wirklich ernsthaft verletzen und da ist es halt ganz allgemein, also wie verwendet man eine Machete, also grundsätzlich immer vom Körper wegschneiden, das ist eigentlich klar, weil wenn man da seinen Körperteil oder sonst irgendwie was erwischt, ist es gefährlich, also immer vom Körper weg. Achtsam bleiben, das ist halt die beste Sicherheit, sage ich mal, die beste Sicherheitsvorkehrung. Achtsam immer bei seiner Arbeit sein, sich nicht ablenken lassen. So eine Art Meditation mache ich das halt auch manchmal. Und wichtig ist halt auch, ja, sozusagen immer die freie Fläche benutzen. Also, was ich halt zum Beispiel mache, wenn ich halt in die Hocke gehe, dass ich meine Beine auseinander stelle und dann da mit der Machete zum Beispiel durchschlage. Einfach wie gesagt immer vorsichtig sein. Wichtig ist auch, dass man mit der Machete immer Richtung Boden schlägt, also nicht nach oben, um halt den bestmöglichen Kraftaufwand auch zu ermöglichen. Und wenn man die Machete nicht benutzt, da habe ich halt hier zum Beispiel eine Schärpe oder hat man eine Schärpe an der Hüfte, da legt man einfach die Machete zurück und das war einfach hier auf der sicheren Seite ist. Also dafür verwendet man hier jetzt hier zum Beispiel die Machete und ich muss jetzt auch sagen, es macht mir auch wirklich hier viel Spaß und Freude mit einer Machete auch ein bisschen umzugehen, hier die ersten Erfahrungen zu machen. Ich muss sagen, also wenn man die Möglichkeit hat, in seiner Permakultur oder allgemein im Garten sich eine Machete anzuschaffen, sollte man sich vielleicht das auch in ja, Erwägung ziehen, wenn man auch den Nutzen dafür hat. In Deutschland muss man da auch aufpassen, wenn man sie geschärft haben möchte. Für den Garten ist es okay, man braucht aber auch hier eine Schärpe und wenn man sie sich kauft, dann muss man auch bestätigen, dass man auch 18 Jahre alt ist. Eines aber feines Video, meine ersten Erfahrungen mit der Machete, die ich mit euch teilen möchte. Hier so meine Tipps und Tricks, wie man halt auch mit ihr umgeht, was ich hier auch so lerne und einfach so den richtigen Umgang mit einer Machete zu lernen. In diesem Sinne würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr auch den Kanal kostenlos abonnieren oder auf die Glocke drücken, werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich hier auf meiner Reise ja, neue Videos hochladen und euch auch damit teilhaben möchte. Gerne könnt ihr auch den, ja, einen Kommentar verfassen und auch Freunden und Bekannten von meinem Projekt
berichten, damit die halt auch ja, sozusagen an meinem Weg teilhaben können. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt, wo ich auch einfach meine Erfahrungen und Eindrücke mit euch teilen möchte. In diesem Sinne, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.